Und das meine ich nochmal, das lässt dich all die Dinge machen, die dich davon abhalten, dieses Comeback tatsächlich erleben zu können. Das ist unbewusst in dir drin, das machst du nicht mutwillig. Aber das passiert, wenn du selber nicht dran glaubst. Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise, machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Zurück ins Beziehungsglück, deinem Lieblingsbeziehungspodcast. Du hast wahrscheinlich schon mehrere Folgen von uns gehört und selbst wenn es heute die erste Folge ist, kann ich dir verraten, wir haben schon öfter über das Thema Ex zurückgesprochen. Wie kannst du deinen Ex, deine Ex-Partnerin zurückgewinnen? Und wenn du unseren Podcast öfter mal gehört hast, dann weißt du auch, dass wir immer davon erzählen, wie einfach das doch im Grunde genommen ist. Und dass es für jeden die Möglichkeit gibt oder für jede die Möglichkeit gibt, den Ex-Partnerin zurückzugewinnen. Und viele fragen sich aber auch immer wieder, warum funktioniert das nicht? Also warum funktioniert das bei mir nicht? Jetzt gibt es doch so viele Ratgeber im Internet, so viele E-Books, so viele Podcasts, so viele Videos dazu, wie man einen Ex-Partner zurückgewinnen kann. Warum funktioniert das bei mir nicht? Ralf, bevor wir auf diese Frage eingehen, nochmal vorab die Frage, warum wollen die Menschen eigentlich ihren Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zurückhaben? Vielen Menschen geht es so, dass sie erst dann den wahren Wert von Dingen, auch von Menschen und von einer Beziehung erkennen, wenn es auf einmal nicht mehr verfügbar ist. Und das ist der Grund, warum Menschen sich dafür entscheiden, den Weg zurück auch in die Beziehung gehen zu wollen, nämlich etwas zu tun, nochmal von vorne anfangen zu können, nochmal, ich sag mal, das, was sie verloren haben, wieder zurückbekommen zu wollen und auch zu können. Und denn es ist ja möglich, ja, weil sie merken, wie wertvoll das ist, was sie jetzt gerade verloren haben. Genau so sehe ich das auch. Und es ist sehr schön, dass du das nochmal ansprichst mit dem Wert, den man erst so später kennt. Aber wie wir das ja auch... Und gleichzeitig ist es ja so, wie wir es immer wieder erzählen, dass es für jeden möglich ist oder für jede möglich ist, die Ex zurückzugewinnen. Aber... Und gleichzeitig macht der ein oder andere von euch immer wieder die gleichen Fehler, beziehungsweise es treten immer wieder die gleichen Herausforderungen auf. Und darüber möchten wir jetzt nochmal mit dir sprechen. Ralf, was sind denn so die größten Herausforderungen, die immer wieder auftreten und die immer wieder in so einer Situation passieren? Ja, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich möchte meinen Partner, meine Partnerin wieder zurückbekommen und trotzdem schaffen sie es nicht. Und dann stehen sie hier und sagen, Mensch, was mache ich anders? Was müsste ich anders machen? Was mache ich vielleicht möglicherweise falsch? Also was hindert mich daran, dass ich das tatsächlich erreiche, wenn ihr doch gleichzeitig sagt, das ist so einfach? Und Felix, du hast es gerade schon gesagt, viele Menschen, gerade die, die verlassen wurden, nehmen wir mal so, ne, Szenario, ja, wir skizzieren jetzt mal hier ein Szenario, sie hat ihn verlassen. Sie hat ihm gesagt, die Gefühle sind nicht mehr da und er steht jetzt da vor vollendeter Tatsache und hat sich vorgenommen, ich will etwas tun, ich möchte meine Beziehung zurückhaben. Und was macht er jetzt? Er wird aktiv. Ja, er wird aktiv. Er fängt an, die Nähe, die ihm jetzt entzogen wurde, wieder neu zu suchen. Wie macht er das? Er schreibt vielleicht Nachrichten, ich liebe dich, du bist mir so wichtig, ich möchte alles für uns tun. Er geht vielleicht daher und schickt Blumen. Ja? Er sucht den Kontakt, möchte nochmal reden, möchte nochmal mit ihr nochmal darüber reden, was können wir jetzt noch tun. Und du merkst schon, es ist sehr viel Initiative, sehr viel Aktion jetzt in diesem ganzen Prozess drin. Und was machst du falsch in diesem Moment? Sie hat sich zurückgezogen, sie hat gesagt, sie braucht ihre Ruhe, die Emotionen sind nicht mehr so da. Das heißt, sie hat ein Schutzschild um sich herum gebaut, ein emotionales Schutzschild. Sie möchte momentan nichts hören und nichts sehen. Und du kennst das bestimmt, zwei Magneten, die gleich gepolt sind, die drücken sich, wenn du sie aneinander bringst, voneinander weg. Und so ähnlich ist das bei dir. Jeder Weg, jeder Schritt, den du auf sie jetzt zugehst, mit Blumen, mit Liebesgeständnissen, mit Wünschen, nochmal miteinander zu reden, drückt sie automatisch immer weiter von dir weg, als würde zwischen euch so eine Art Polster, so ein Luftpolster sein, das aber starr ist, weißt du, das einfach den anderen von dir wegdrückt.
Und das ist einer der ersten gravierendsten Fehler. Nämlich dann, wenn sie Ruhe braucht, immer wieder in ihr Feld einzudringen. Und sei es mit Nettigkeiten, das meinst du nicht böse, ich weiß das. Sondern du möchtest was bewegen, du möchtest zeigen, hey, komm hier, mir ist das auch wichtig. Und du erreichst allerdings genau das Gegenteil. So, und was passiert als zweites? Was ist der zweite wichtige Punkt, der dazu führt, dass es nicht zu einem Comeback kommen kann? Du schaust doch genau, was sie gerade macht. Du achtest doch auf sie. Du achtest auf sie, wie bewegt sie sich? Wie spricht sie? Ist sie heute fröhlich oder ist sie mehr traurig? Was macht sie eigentlich? Vielleicht guckst du auch mal so in den sozialen Medien, was postet sie vielleicht auch nicht. Du fragst sie, wie war dein Tag, was hast du heute gemacht, was machst du morgen? Und damit nimmst du immer wieder Informationen von ihr auf. Und du siehst, wenn es ihr gut geht. Und wenn es ihr gut geht, dann fragst du dich, was ist nicht in Ordnung an dir? Und wenn es ihr nicht so gut geht und sie sagt, ja, sie hat heute vielleicht einen schlechten Tag, vermisst das ein oder andere, dann hast du sofort ein Stück Hoffnung, die mit der nächsten, nicht so erfreulichen Information von ihr sofort wieder zunichte gemacht wird. Das heißt, du bist gerade in so einem Auf und Ab deiner persönlichen, deinen eigenen Emotionen. Und die Sicht auf die Dinge, die dich nicht glücklich machen, die dich zweifeln lassen, die dich zurückwerfen, die dich vielleicht auch in deinem Selbstwert degradieren, das sind die Dinge, die du als erstes und am intensivsten wahrnimmst. Das heißt, mit anderen Worten, du bist permanent dabei zu beobachten, was sie tut und was sie macht. Und jedes Ding, jede Aktion, die dir nicht gut tut, zieht dich immer weiter hinunter. Das heißt, wie so in einem Strudel kommst du in den Strudel aus negativen Gedanken und Emotionen, als würde es dich in so ein Loch drücken. Ne? Du fällst in ein Loch und jetzt macht noch einer einen Deckel drauf und drückt den Deckel nach unten. Das ist der zweite wichtige Punkt, was passiert, was dich daran hindert, nämlich wieder ein neues Comeback zu haben, weil du nur auf die Dinge schaust oder bevorzugt auf die Dinge, die nicht so erfreulich sind. Das sind schon mal zwei sehr wichtige Punkte und ich kann mich auch gut hineinversetzen in die Situation. Das ist ja dann schon schwer, auf all die Dinge zu achten und die Hoffnung zu unterdrücken. Ist es dann auch dein Rat, wenn wir jetzt den zweiten Punkt, den du genannt hast, wo du gesagt hast, wenn ein Signal kommt, was ich als Hoffnung interpretiere oder was ich als positives Signal interpretiere, dass ich dann nicht darauf einsteige oder wie soll ich damit umgehen? Genau darum geht es. Es geht erstmal darum, grundsätzlich zu sehen, ja, du siehst doch, was mit ihr los ist. Du siehst, dass es ihr gut geht, du siehst, dass es ihr mal nicht so gut geht. Und das, wenn du es gelingst, das neutral für dich zu betrachten und das als ihr Thema abzustempeln, beziehungsweise mal dich davon abzugrenzen und sagen, okay, das ist jetzt gerade bei ihr, ich muss mich um mich kümmern. Ich muss erstmal schauen, dass ich für mich, dass du für dich also eine Basis schaffst, mit der du gut zurechtkommst, dich freimachen kannst von den Einflüssen von ihr. Egal, ob das positive oder negative sind. Erst dann kannst du den nächsten Schritt weitergehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weg mit dem Fokus von ihr, mehr den Fokus auf dich richten. Und das ist das, was dich daran hindert, letztendlich das Comeback überhaupt einläuten zu können, weil du permanent mit den Augen, mit den Gedanken, mit deinen Emotionen auf der anderen Seite bist. Ja, danke dafür jetzt. Hast du ja zwei wichtige Punkte genannt, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch einen dritten Schritt gibt oder einen dritten Punkt, der noch viel entscheidender ist an der ganzen Thematik, oder? Ja, unbedingt. Der dritte wichtige Punkt, das ist so eine Sammlung aus den ersten beiden, das ist das Resultat aus den ersten beiden. Jetzt gehen wir nochmal zuerst. Der erste Fehler, den du machen kannst, ist immer wieder Liebesbeweise zu senden, Blumen zu senden und du merkst, es scheitert. Es kommt nicht das raus, was du dir eigentlich erhofft hast. Das heißt, du hast eine erste Niederlage für dich, die du persönlich nimmst, die du auch spürst, wo du dich selber fragst, was macht das mit mir, was hat das mit mir zu tun? Dein Selbstwert wird sozusagen immer weiter nach unten gedrückt. Wahrscheinlich war der eh schon nicht besonders groß, jetzt wird der noch weiter degradiert, noch kleiner gemacht. Ja? So, jetzt siehst du viele Dinge, die dich auch noch zusätzlich in Gedankenstrudel bringen, die dich in negative Gedanken bringen, die dich runterziehen und dein Selbstwert sinkt noch weiter. Und daraus resultiert am Ende, dass du selber gar nicht mehr glaubst, dass du liebenswert und lebenswert genug bist, um überhaupt eine Chance zu bekommen, ein Comeback zu erfahren. Und das ist das, was am allerkräftigsten
die kräftigste Bedeutung letztendlich auch hat. Dieser eigene Glaube, ich kann es sowieso nicht, sie wird nie wieder zu mir zurückkommen. Ach, das gibt so viel Bessere als mich. Ja, ich weiß, ich habe keine Chance. Und allein die Überzeugung, die du dir jetzt selber einredest, ja, dass du keine Chance hast, lässt dich alles das machen, und das meine ich nochmal, das lässt dich all die Dinge machen, die dich davon abhalten, dieses Comeback tatsächlich erleben zu können. Das ist unbewusst in dir drin, das machst du nicht mutwillig. Aber das passiert, wenn du selber nicht dran glaubst. Das ist sehr wichtig, dass du das sagst, das ist super wichtig. Danke für diese Information, und ich habe jetzt wieder eine andere Herausforderung, denn wenn ich jetzt meine Ex zurückhaben möchte oder meinen Ex, es gibt ja so viele Ratgeber im Internet, die mir für kleines Geld eine super Strategie verkaufen, wie ich denn jetzt meinen Ex-Partner zurückbekomme. Und das sind ja im Endeffekt für alle die gleiche Strategie. Und jetzt hast du mir schon viele Dinge verraten oder unseren Zuhörern viele Dinge verraten, wo es ist, dass Signale kommen vom Partner, von der Partnerin, und ich sozusagen die Hoffnung spüre und wieder was machen möchte. Aber das ist ja jeden Tag neu und das ist ja jeden Tag anders. Und ich bräuchte ja sozusagen jeden Tag eine Unterstützung und irgendjemand, den ich fragen kann, wie ich denn jetzt als nächstes vorgehen soll. Was würdest du mir empfehlen? Wenn du sowas brauchst, wenn du sagst, ich brauche jemanden, der mich da unterstützt, der mich berät, der mir hilft, diese niederschmetternden Emotionen in dir selber zu verarbeiten, die auch zu verändern, Hoffnung zu schaffen, Glauben, aber auch Vertrauen in dich, deine Fähigkeiten und das, was du erreichen möchtest. Wenn du da eine Unterstützung brauchst, die nah bei dir dran ist, dann kenne ich nur einen einzigen, der das machen kann, und das ist Beyond Breakup mit deinem Coaching-Programm, weil die sind nah dran, die begleiten dich, sie sind jeden Tag für dich erreichbar und helfen dir genau das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Und wenn du dich jetzt fragst, wer ist eigentlich Beyond Breakup? Ja, das sind wir tatsächlich, also der Ralf in Person als Experte für das Thema Ex zurück, und er hat schon vielen anderen Männern und auch Frauen geholfen, den Ex-Partner zurückzubekommen. Natürlich hat er das auch schon alles selber erlebt, deswegen weiß er ja auch so genau, wie das funktioniert. Mal abgesehen von seinen vielen Coaching-Ausbildungen, die er gemacht hat, um mit Persönlichkeiten jeder Couleur arbeiten zu können und jede Herausforderung meistern zu können. Also wenn du wirklich einen Experten an deiner Seite haben möchtest, der dir auch wirklich helfen kann und der dir nicht einfach nur irgendwelche 0815-Tipps gibt, die du auch gratis irgendwo im Internet findest oder für ein 20-Euro E-Book bekommst, dann nutzt doch die Chance, melde dich bei uns auf der Webseite www.beyondbreakup.de oder mach's dir einfach und schau in die Shownotes und melde dich bei uns, und dann hören wir uns bei einem gratis Erstgespräch wieder. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.